Mein Name ist Dr. Rotti Schlund. Ich denke, dass die AfD im Gegensatz zu den Altparteien sehr gute Chancen hat, weil der Anteil der, die ein Hochschulstudium haben oder eine vernünftige Ausbildung, auch natürlich als normaler Handwerker oder so, sehr groß ist, viel größer als bei den anderen Parteien. Der Unterschied ist, wir sind nicht im Politbetrieb groß geworden. Das hat einen Vorteil und das hat einen Nachteil. Der Nachteil ist, dass wir nie das Fettnäpfchen treten. Das muss man ganz klar sagen, weil wir sind einfach Leute, die ihre ganz normale Arbeit machen. Anwälte, Ärzte, Ingenieure, Handwerker und auch natürlich Leute, die in der Produktion arbeiten. Und wir machen jetzt Politik. Wir holen uns zwar Leute, die das machen und helfen, aber es ist nicht so wie bei den anderen. Wir sind in kürzester Zeit, haben wir ein vernünftiges Programm mit diesen Fachleuten auf die Beine gestellt. Es ist basisdemokratisch gemacht worden. Die Mitglieder haben innerhalb des Internets verschiedene, viele Bausteine durchgehen müssen und ihre Meinung natürlich auch im Hinterkopf ihr Fachgebiet abgeben müssen. Daraus wurde sozusagen unser gesamtes AfD-Programm hergestellt. Aus diesem speziellen Programm wurde es nochmal fachspezifischer in das Wahlprogramm. Das bedeutet, da wird nichts schlecht gemacht und da wird auch niemand schlecht gemacht. Das bedeutet nur, dass viele Leute, die das sagen, das Programm nicht gelesen haben. In dem Programm sind ganz klare Handlungsanweisungen. Und es ist praktisch etwas Rundes, weil der rote Faden zieht sich durch das gesamte Programm. Um das jetzt mal ganz einfach zu sagen. Bei uns gibt es einen ganz normalen Betriebswirtschaftler, eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Oder wenn Sie wollen, eine Bilanz. So, und dann guckt man einfach nach den Aktiva, nach den Passiva, und man guckt bei den Einnahmen- und Ausgaberechnungen, guckt man nach, was habe ich eingenommen, was habe ich ausgegeben. Und da schaut man, wo man Einnahmen generieren kann. Und damit meine ich jetzt nicht auf Detailsprogramm bezogen, sondern Einnahmen kann ich generieren durch Subventionen von oben oder durch Steuerentlastung von unten. Und da setzt unser Programm an. Und ich kann vor allen Dingen Einnahmen auch generieren, wenn ich mehr Leute dann habe in einem Staat, die Arbeit produzieren. Das bedeutet, wir müssen versuchen, sozusagen unsere Bevölkerung wieder in eine vernünftige Alterspyramide zu bringen. Es ist nicht möglich, Leute aus dem Ausland zu holen, die unsere spezifischen Dinge, die sich in Deutschland entwickelt haben, so komplett zu machen, wie man sich das vorstellt. Und da sind wir wieder bei dem Neoliberalismus. Das Problem ist, dass sich die Geldmenge nicht aufblähen kann ewig. Man muss die hintersetzen. Und die beste Hintersetzung einer Geldmenge sind die Aktiva, die ich habe. Und die können zum Beispiel auch Menschen sein. Und deswegen muss man die Familie stützen, dass wieder Kinder auf die Welt kommen. Weil ein Kind, wenn ich das richtig weiß, kostet wohl im Laufe seines Lebens, inklusive seinem eigenen Leben, was er dann hat, was er verwenden muss, auch im Studium und weiter, um die 500.000 Euro meines Erachtens. Und wenn man überlegt, wie viele Kinder man hat, wie viel Kapital eigentlich dem Staat dann zur Verfügung stellt, dann ist es unverständlich, wieso man das eigentlich nicht fördert. Und man weiß selber, eine Familie mit mehreren Kindern, dass sie ein Auto, einen Kredit für ein Auto kriegen, das ist sehr schwierig. Weil wie viele Kinder haben sie, wie viel haben sie Einkommen, also sie kriegen kein Auto. Das Problem ist, dass die Familie so gestärkt werden muss, dass sie dann auch natürlich den Kredit bekommt. Oder dass sie einfach als diese Familie mit den vielen Kindern als Wirtschaftspotenzial gesehen wird. Und dass man mit einem Wirtschaftscluster, lokalen, zum Beispiel für Ostthüringen ist schwach, den Wirtschaftscluster so gestaltet, dass dort steuerliche Entlastungen größer sind. Nicht, dass gerade dort die Gewerbesteuer erhöht wird, nicht, dass gerade dort das Leben unattraktiv gemacht wird, sondern die AfD möchte, dass die schwachen Regionen sozusagen Erleichterungen kriegen, dass die Leute dort zum Beispiel Kinder kriegen, dass die Leute dort zum Beispiel Investitionsmöglichkeit haben. Es ist ein Unterschied, Subventionen an den ländlichen Raum mit der Gießkanne aus Europa zu verteilen oder zum Beispiel Investitionsprogramme aufzulegen. Die AfD fordert mehr Investitionsprogramme, weniger Subventionen von oben, weniger Kontrolle vom Staat, ohne auf die neoliberalen Programme der FDP sozusagen abzuschmieren.